Die Ausstellung heißt Géricault, Bilder auf Leben und Tod. Und es ist tatsächlich die erste Ausstellung, die diesen französischen Künstler, diesen großen Begründer der romantischen Schule hier in Deutschland vorstellt. Zugleich ist es eine Ausstellung, die nicht nur Arbeiten von Théodore Géricault zeigt, sondern ein Stück europäischer Bildgeschichte zeigt, einen Kontext zur Verfügung stellt. Das sind einerseits wissenschaftliche Illustrationen und Bilder, die den Kontext seiner Malerei abgeben und eben auch Bilder von Zeitgenossen, von anderen Künstlern aus Europa. Und insofern ist das der Versuch, ein bisschen das Konzept der monographischen Ausstellung aufzubrechen und tatsächlich ein bisschen wegzukommen vom Geniekult und eher zu versuchen, Künstler in einer visuellen Bildkultur zu verorten. Und Géricault ist natürlich unser Mittelpunkt, aber es ist eben tatsächlich doch ein weiterer Horizont, der hier aufgetan wird. Wir haben hier es geschafft, dass wir Leihgaben gerade im Hinblick auf die vier Monomanen zusammenbekommen haben mit der zeitgenössischen Arbeit von Marlène Dumas, die den fünften Monoman hier letztendlich präsent werden lässt. Das ist eine absolute Sensation. Das ist also ganz, ganz schwierig, so etwas zu versammeln. Wir haben es geschafft, diese Leihgaben hier hinzubekommen. Man hat es hier mit eigentlich den ersten Darstellungen von Psychiatriepatienten zu tun, die es überhaupt in der abendländischen Kunstgeschichte in dieser Form gibt. Natürlich gab es vorher schon Darstellungen von Geisteskranken, von Irren, aber meistens in Form von Szenen, in irgendwelchen narrativen Kontexten und dergleichen, oft auch natürlich in einer Art und Weise, die eher gewissen Mustern und Vorstellungen von Geisteskrankheit folgten. Hier aber hat man es mit Bildern zu tun, die das erste Mal diese Personen ganz empirisch, ganz nüchtern, ganz aufmerksam einfach beobachten und also tatsächlich sich dafür interessieren, wie sehen diese Leute aus. Was so aus der Ferne so ganz harmlos und ganz normal aussieht, das erkennt man dann beim Hingehen, dass das doch eine besondere Frau ist. Vielleicht als erstes fällt diese sehr lauernde, fast aggressive Haltung aus, mit der sie so von unten heraus aus dem Bild schaut. Und dann sieht man viele weitere Details, die klar machen, dass man es hier nicht einfach mit der Porträt einer älteren Frau zu tun hat, sondern dass man es hier offenbar mit einer Frau zu tun hat, die unter gewissen psychischen Befindlichkeiten leidet. Sie hat nämlich zum Beispiel auch eine sehr ungesunde Hautfarbe. Es ist ganz faszinierend zu sehen, dass hier der Maler Farben einsetzt, die normalerweise so in der Hautdarstellung nie vorkämen. Es ist ein Schwefelgelb drin, es ist ein Grün zu sehen. Und damit wird klar, dass diese Frau tatsächlich auch sicherlich krank ist in irgendeiner Form. Der Titel, eine Monomanin des Neides, verheißt, dass man es hier mit der Darstellung einer Frau zu tun hat, die krankhaft neidisch ist und damit eben eine psychiatrische Diagnose der Zeit bekommen hat, die eben als Monomanie des Neides bezeichnet wird. Viele seiner Bilder kann man nur verstehen, wenn man auch zum Beispiel die wissenschaftlichen Illustrationen der Zeit kennt. Und dementsprechend kommen hier in dieser Ausstellung eben Objekte, die in eine herkömmliche Kunstausstellung gar nicht kommen dürfen, nämlich wissenschaftliche Illustrationen, Schädel oder Gipsabgüsse und dergleichen, die eigentlich in medizinische Lehrsammlungen gehören, die aber eben zum Beispiel gerade für die Darstellung von Geisteskranken einen ganz wichtigen, wenn Sie so wollen, einen visuellen Hintergrund für Géricault geboten haben und aus der heraus überhaupt erst diese Bilder malen konnte. Thank you.
Theodor Jericho ist eben nur 32 Jahre alt geworden. Er ist ein Kind der Revolutionszeit. Also er hat die welthistorischen Umbrüche der Französischen Revolution als kleines Kind miterlebt, ist dann mit der Familie nach Paris gezogen und er war ein sehr schöner, selbstbewusster junger Mann, der sich dann erstmal gegen den Willen des Vaters zum Beruf des Malers entschlossen hat und der mit knapp 21 Jahren einen sensationellen Erfolg im Salon hatte, also der sehr früh aufgefallen ist als einer der kommenden bedeutenden Talente der französischen Malerei. Wie weit dürfen Bilder gehen? Das ist eine Frage, die diese Ausstellung stellen möchte. Tatsächlich hat Theodor Jericho versucht, dass Bilder weitergehen, als sie bis dahin gegangen sind. Er hat nämlich tatsächlich versucht, zum Beispiel eben das Leiden von Menschen so darzustellen, dass man sich nicht in bequemer Distanz davon zurückhalten kann. Delacroix hat es sehr schön vor dem Fluss der Medusa so formuliert, dass er sagte, wir alle stehen mit einem Bein im Wasser. Also der Betrachter vor dem Bild steht eigentlich auch in dem Bild und er steht auf dem Floß, was dort fast untergeht, beziehungsweise wo die Menschen um ihr Leben kämpfen. Und dieser Versuch ist durchgängig bei Jericho zu beobachten, dass nämlich wirklich es darum gehen soll, dass die Malerei aus der Erstarrung, wenn man so will, herauskommen soll und dementsprechend sich auch für Sujets interessiert, wo nicht mehr die Feldherren und die Präsidenten und die Kaiser dargestellt werden, sondern die einfachen Soldaten, die einfachen Menschen, tatsächlich die Opfer von großen Tragödien, oder gibt ihnen überhaupt Platz, und zwar eben in einem sehr würdigen und sehr monumentalen und sehr anspruchsvollen Rahmen.